Wenn die Unterschiede zwischen tiefen Schatten und hellen Lichtern zu groß sind, gibt es keine optimale Belichtung für ein perfektes Bild. Trotzdem gibt es diese atemberaubenden Aufnahmen von Landschaften mit ausgeglichenem Licht und sichtbaren Details. Das Geheimnis, das dahinter steckt, ist HDR. Lasst uns in diese Technik eintauchen. Willkommen zurück auf dem Kanal von CellaPix. Ich bin Angelika. Heute geht es um die High Dynamic Range Technik, abgekürzt HDR. Was das eigentlich ist, wann man es braucht und wann nicht und wie HDR funktioniert. Dieses Tutorial richtet sich an Anfänger, die schon gewisse Erfahrungen mit Belichtung gesammelt haben. Ich empfehle dafür beispielsweise mein Video über das Licht, aber auch an fortgeschrittene Fotografen, die ihr Wissen in HDR auffrischen wollen. Dazu müssen wir uns kurz mit dem Unterschied zwischen menschlichem Sehen und dem Fotografieren beschäftigen. Das menschliche Auge fokussiert auf einen kleinen Bereich eines Bildes. Je nachdem, ob er hell oder dunkel ist, verengt sich die Pupille oder weitet sich. Der amerikanische Fotograf Bruce Barnwong drückt das in die Kunst der Fotografie so aus: Der Mensch betrachtet jedes Motiv durch mehrfaches Blenden. Beim Fotografieren dagegen wird das ganze Bild mit nur einer Blende belichtet. Damit ist klar, dass das Licht, welches das Auge wahrnimmt, von dem unterscheidet, was auf den Sensor fällt. Das Auge glättet im Zusammenspiel mit dem Gehirn die Übergänge, der Sensor nicht. Bei Landschaftsaufnahmen kann es sein, dass das Licht, welches vom Himmel kommt, sehr viel heller ist als das vom Boden. Im Ergebnis bekommen wir dann einen hellen oberen Teil und einen dunkleren unteren Teil. In Extremsituationen ist es deshalb besonders wichtig, das Histogramm im Auge zu behalten. Häufen sich die Tonwerte auf der dunklen und der hellen Seite, wie in diesem Beispiel, ist Vorsicht geboten. Während das Auge die Unterschiede ausgleicht, hat der Sensor ein Problem damit. Man sieht das hier auch an den Spitzlichtern und dass wir keine Details im Wald wahrnehmen können. In solchen Situationen kommt dann die HDR-Technik zum Einsatz. Wir nehmen zwei oder noch mehr Bilder auf, bei denen die hellen bzw. dunklen oder Übergangsbereiche korrekt belichtet sind jeweils. Hier habe ich ein Extrembeispiel gewählt. Mit der sehr hellen Sonne, dem hellen Himmel, aber auch dunklen Strahlen der Sonne, dem Gras im Vordergrund, dem mittleren Bereich und den sehr dunklen Wald. Während der Bildbearbeitung fügen wir sie dann zusammen. Darauf gehe ich später noch ein. Mit diesem Trick können wir den sogenannten Dynamikumfang der Kamera erweitern. Als Dynamikbereich bezeichnet man den Bereich zwischen den dunkelsten und den hellsten Tönen. Ist der Dynamikbereich der Kamera kleiner als der der Szene, kann es zu Problemen kommen, wie man hier bei der Einzelaufnahme sieht. Durch Einsatz der HDR-Technik dagegen wird der Dynamikumfang in einer angenehmen Weise erweitert, sodass wir ein ausgeglichenes Bild erhalten. Das funktioniert am besten mit einem Stativ. Anschließend können die Fotos in Lightroom zusammengefügt werden. Dazu habe ich mir die 5 Fotos in Lightroom importiert. Wähle sie alle aus durch Klicken der Umschalttaste und auf das erste und letzte Foto. Mit der rechten Maustaste gehe ich auf Zusammenfügen von Fotos, HDR-Zusammenfügung. Dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Weil die Wolken so stark gezogen sind, habe ich im Moment die Stärke der Geistereffektbeseitigung auf hoch gestellt, werde hinterher aber noch ausprobieren, ob das nötig ist.
Ich habe automatisch Ausrichten angewählt. Das ist besonders erforderlich, wenn die Aufnahmen aus der Hand geschossen wurden. Und auch die automatischen Einstellungen. Dann dauert es eine Weile und Lightroom erzeugt eine Vorschau. In dieser Vorschau probiere ich jetzt aus, ob ich die Stärke der Geistereffektbeseitigung zurücknehmen kann, die eben durch das Zusammenfügen der Fotos entstanden ist. Sie ist nicht real in der Natur erhalten, aber man sieht schon, hier entstehen Artefakte, die natürlich unschön aussehen. Deshalb gehe ich doch wieder auf Hoch. Nun muss die Vorschau wieder zurückgenommen werden und anschließend kann ich sagen, zusammenfügen. Photoshop hat die Aufnahmen zusammengefügt, weil ich es so gesagt hatte, wurde mir ein Stapel von Bildern erzeugt und das oberste ist das zusammengefügte Bild. So ganz zufrieden bin ich jetzt aber immer noch nicht, denn ich sehe hier zum Beispiel abgeschnittene Tiefen. Deshalb gehe ich mit dem Schwarzregler so lange nach rechts, bis die blauen Bereiche nicht mehr angezeigt werden. Sollten sie bei euch nicht erscheinen im Bild, müsst ihr mal gucken, ob ihr diese beiden Regler im Histogramm aktiviert habt. Das sind die dunklen Töne und die hellen Töne, die Überlichter. Da sehe ich auch etwas Rot aufblitzen. Ich versuche es rauszunehmen, indem ich die Lichter ganz nach links schiebe. Das reicht nicht. Also muss ich auch etwas Weißtöne herausnehmen. So, jetzt habe ich das überblendete Bild. Dieses kann ich dann wie üblich in Lightroom oder in einem anderen Programm meiner Wahl weiter bearbeiten. Auf die Bildbearbeitung in Lightroom gehe ich an dieser Stelle nicht ein. Dazu gibt es ein eigenes Video. Stattdessen möchte ich auf ein Problem eingehen, was in der Landschaftsfotografie nicht selten ist: den Wind. Wenn sich Gräser, Blumen oder Blätter im Wind bewegen, so kann dies hinterher beim Zusammenfügen zu Artefakten führen, selbst bei kurzen Belichtungszeiten. Schaut euch eure Bilder daraufhin genau an. Leider habe ich gerade kein Beispiel, was ich zeigen könnte, und momentan geht auch kein Wind, dass ich auf die Schnelle eins aufnehmen könnte. Auch wenn ich beim Foto bewusst hellere und dunklere Bereiche erzeugen möchte, funktioniert die HDR-Technik nicht. Hier möchte ich den Vordergrund bewusst etwas dunkler lassen, um die Aufmerksamkeit zum hellen Wasserfall zu lenken. Die HDR-Technik würde diese Unterschiede ausgleichen, ist also nicht geeignet, um den von mir gewünschten Bildeindruck entstehen zu lassen. Auch bei hellen, kräftigen Farben, beispielsweise Blumen, ist HDR nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Einen Vorteil hat die Technik jedoch. Selbst wenn HDR nicht passt, können wir immer noch ein Einzelfoto auswählen. Die Arbeit war nicht umsonst. Damit sind wir am Ende des heutigen Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß mit der HDR-Technik.